wünsche dir von ganzem Herzen ein frohes neues Jahr, voller Leichtigkeit, voller Lebensfreude, voller Selbstbestimmung, Selbstbewusstsein, voller Glück und magischer Momente. Möge dieses Jahr 2023 dir alles bringen, was du dir von Herzen wünschst. Ich danke dir, dass du auch das neue Jahr wieder damit beginnst, meinen Podcast zu hören, und ich begrüße dich sehr, sehr herzlich hier in meinem Podcast Endlich Ich. Ich bin Katja Demming, ich bin psychologische Beraterin und Mentorin für innere Stärke, und ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, Menschen aus ihren toxisch-narzisstischen Verbindungen herauszuholen und sie zurück in ihre Stärke zu bringen. Ihr glaubt gar nicht, wie stolz, wie dankbar und wie glücklich ich bin für jeden Einzelnen da draußen, der sich zu meiner Community zugehörig fühlt. Was wir an Weihnachten auf die Beine gestellt haben für meine Spendenaktion von Stefan, ist unfassbar. Es hat mich so tief berührt und mir wirklich mehrfach Gänsehaut bereitet und mir die Tränen, die Freudentränen in die Augen, ja, getrieben. Wir haben insgesamt über 8.300 US-Dollar für Stefan in meiner Weihnachtsaktion zusammenbekommen. Und vielleicht weißt du noch, in der ersten Podcast-Aktion, wo wir Stefans Podcast zum ersten Mal veröffentlicht haben, hatten wir auch schon eine Spendenaktion, wo 900 Euro zusammenkommen. Das bedeutet, alles zusammen haben wir mit beiden Aktionen knapp doppelt so viel erreicht, wie Stefan sich gewünscht hat. Stefan wollte gerne 5.000 Euro haben, um eben eine neue Zukunft sich in Deutschland oder in Amerika für die Jungs aufbauen zu können. Und nun bekommt er doppelt so viel. Dank dir da draußen. Und mein Herz ist so weit und so voller Freude, dass ich wirklich, wirklich am liebsten euch alle von Herzen umarmen möchte. Und es rührt mich zu Tränen, wie viele tolle Menschen meinen Podcast hören und Stefan unterstützt haben. Also danke, 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 danke euch allen aus tiefstem Herzen. Ich soll euch auch Stefans Grüße übermitteln. Er ist mega gerührt. Das war das unfassbar schönste Weihnachten für ihn, was ihm so viel Leichtigkeit beschert und so viele Möglichkeiten, wieder neu sich ausrichten zu können und für sich und seine Kinder nun in 2023, ja, gut sorgen zu können. Also auch er schickt euch seinen Dank. Lass uns nun starten in den Podcast und entschuldige bitte, wenn ich 3 Minuten vorher gequatscht habe, aber es war mir einfach eine Herzensangelegenheit. Mal Hand aufs Herz. Dieses Jahr ist zu Ende gegangen. Erinnere dich doch einmal kurz an den 31.12.2021. Wie ging es dir da? Warst du genauso unglücklich wie jetzt? Warst du vielleicht genauso voller Hoffnung, dass im nächsten Jahr alles besser würde wie jetzt? Warst du damals alleine und bist jetzt glücklich, oder bist du jetzt vielleicht alleine und hast die Trennung vollzogen? Hast du erreicht, was du erreichen wolltest in diesem Jahr, oder ist, wie ich bei so vielen immer wieder feststelle in den E-Mails und Coachings, dieses Jahr auch wieder mal verstrichen, in der Hoffnung, dass alles sich bessert, in der Hoffnung, dass es von alleine gut wird, in der Hoffnung, dass irgendwann die gute Fee dein Leben leicht und liebenswürdig macht. Kannst du diese Hoffnung im nächsten Jahr auch noch aufrechterhalten? Oder darfst du dir vielmehr eingestehen, dass es wahrscheinlich auch in 2023 nicht besser wird? Häufig, wenn du jetzt mal wirklich ehrlich zu dir bist, wurde es doch auch in diesem Jahr noch schlechter als im letzten, oder? Glaubst du,
dass du diese Art und Weise deines Lebens noch lange aufrechterhalten kannst? Glaubst du wirklich noch daran, dass es besser wird? Vertraust du immer noch den Versprechungen deiner Partner oder Partnerinnen? Was denkst du, wie lange soll das noch gehen? Ich weiß, es ist unfassbar schwer, sich aus der emotionalen Abhängigkeit zu befreien. Es ist eine Sucht, eine ganz schreckliche Sucht, die uns immer wieder darin halten will und bedient werden will. Und es ist, ja, sau schwer, diese Sucht loszulassen. Und sie macht so viel Angst und sie fordert einen so sehr heraus. Und ganz ehrlich weiß ich, dass du dir schon lange nicht mehr vertraust, so eine Stärke mitzubringen, um all diesen Mist in deinem Leben auch noch loszulassen. Vielleicht ist nämlich genau dieser Mist dein letzter Strohhalm. Du weißt, dass der Stress für den Körper, für deinen Körper nicht gut ist. Du weißt, dass eine ständige Adrenalin- und Cortisol-Ausschüttung deine Zellen zerstört, dein Adrenalinpegel aufschöpft, erschöpft und mit der Zeit dich wirklich krank machen wird. Es ist wichtig, dass du nun anfängst, für dich zu sorgen, damit du gesunden kannst, damit du heilen kannst, damit du deinen Kindern ein gutes Vorbild sein kannst, damit du endlich diese Liebe bekommst, die du wirklich verdienst. Worum geht es denn in diesem einen Leben? Worum geht es dir? Heißt Leben anpassen, aushalten, unterwerfen? Unterstützen wir nicht noch die Tyrannei, wenn wir in solchen destruktiven Beziehungen bleiben? Worum geht es dir? Was soll dein Ziel in diesem Leben sein? Was brauchst du? Und wann bist du endlich dran? Eins kann ich dir versichern. Verbessern wird sich deine Situation nicht mehr. Und wenn du rückblickend schaust, weißt du das auch ganz genau. Wahrscheinlich wirfst du dir eine Schuld vor. Wahrscheinlich denkst du, du bist zu kritisch. Du bist, hinterfragst zu viel. Du bist zu unangepasst, du müsstest dich besser unterwerfen, anpassen und das ihm oder ihr recht machen. Nein. Den einzigen Fehler, den du gerade in diesem Leben, in deinem Leben machst, ist auszuhalten. Deine Seele ist nicht auf diese Erde gekommen, um auszuhalten. Deine Seele ist auf diese Erde gekommen, um sich zu entfalten, um ihr Potenzial zu zeigen, um sich zu entwickeln. Und ja, manchmal brauchen wir genau so toxische Menschen, narzisstische Menschen, damit wir in eine Kraft kommen und in eine Potenzialentfaltung kommen, wo die Seele hin will. Doch wenn wir sie nicht unterstützen und auf der Stelle treten und uns immer nur anpassen und aushalten, dann verkümmert deine Seele und dann wird irgendwann dein Körper krank werden und irgendwann bist du nur noch ein kleines Häufchen deiner selbst. Vielleicht traurig, dass du eben nicht so viel Glück im Leben hattest wie manch anderer, den du hier rechts und links beobachtest. Ich weiß genau, wie du dich fühlst, auch ich war an diesem Punkt in meinem Leben und ich war im Zorn und in der Wut mit dem Leben, weil ich gedacht habe, warum hat mir das Leben es so schwer gemacht? Warum darf ich nicht wahrhaftig geliebt werden? Warum bekomme ich immer die falschen Männer? Warum bin ich an diesem Punkt und muss meinen Kindern eine geschiedene Ehe vorleben oder anbieten und sie darin groß werden lassen, in diesem ewigen Hin und Her von Papa und Mama und dem Gezerre und Gezanke, sind wir ehrlich. Mit einem toxischen Partner oder Partnerin kannst du dich nicht in Harmonie trennen.
Da geht es immer um einen Wettkampf, um Verletzungen, um Abwertung, um Erhöhung und Erniedrigung. Und ich habe mir damals gedacht, warum muss ich das alles ertragen? Habe ich nicht viel mehr verdient? Wäre es nicht besser, auch etwas vom Glückskuchen abzubekommen? Es hat lange gedauert, bis ich verstanden habe, dass dieses ganze Szenario, unter dem ich gelitten habe, mir selbst geschaffen habe. Und es hat noch länger gedauert, bis ich verstanden habe, dass es nur eine einzige Person in meinem Leben gibt, die diesen ganzen Mist beenden kann. Und dann hat es nochmal unfassbar lange gedauert, bis ich den Mut hatte, diese Herausforderung anzugehen, bis ich verstand, es gab keine Zukunft mit diesem Mann oder mit diesem Partner. Ich musste etwas verändern, um nicht noch tiefer abzustürzen und um nicht noch kranker zu werden. Ich habe mich da rausgeholt und du schaffst das auch. Und auch wenn es dir jetzt und heute total große Angst bereitet, ich kann dir verraten, es ist hart, aber nicht so hart, wie du gerade denkst. Es ist wichtig, dass du dir Menschen suchst, die dich jetzt begleiten. Und ich weiß, du hast keine Menschen mehr an deiner Seite, weil keiner mehr Lust hat, von diesem narzisstischen Scheiß deiner toxischen Beziehung noch irgendetwas zu hören. Weil keiner mehr Verständnis für deine Reaktionen hat. Weil keiner mehr sehen möchte, wie du immer wieder zurückgehst und immer wieder leidest. Und wie du immer wieder dich darüber beklagst, wie schrecklich dein Leben ist. Dabei hast du allen Grund dazu. Es ist schrecklich. Nur, mir ist wichtig, dass du zu Jahresbeginn verstehst, dass es schrecklich bleibt, wenn du nichts änderst. Und nicht umsonst habe ich in diesen Tagen, nämlich noch heute bis zum 23:59, also dem 23:59, einen Rabattcode für meinen Online-Kurs, das Release-Programm Paket A oder auch für den Online-Kurs Ab jetzt liebe ich mich gewählt. Diese 30% sollen dich ermutigen, für dich zu sorgen. Das Leben, das neue Jahr anders zu gestalten, in die Veränderung zu bringen. Dieser Ab jetzt liebe ich mich Kurs oder noch viel mehr, wenn du aus einer toxischen Beziehung heraus willst, das Release-Programm. Wird dich aus deiner emotionalen Abhängigkeit herausholen. Diese Meditationen sind das wichtigste Tool. Dein Körper darf sich vom Stress befreien. Es ist unfassbar wichtig, dass du aus dieser Stressmühle herauskommst, dass du lernst und verstehst, dass dein Körper Ruhe benötigt, dass du die Adrenalinausschüttung herunterdrücken darfst. Und das passiert nur, wenn du dir nach und nach immer mehr Ruhemomente gönnst, wenn du die Momente, die dir Adrenalin schenken in der Auseinandersetzung mit dem narzisstischen Partner, dass du in den Momenten versuchst, eben diese Ausschüttung zu hemmen oder zu reduzieren. Das bedeutet natürlich auch, dass du so selten wie möglich in diese Momente kommen solltest, dass du so schnell wie möglich aus diesen Momenten wieder herauskommst. Und wenn du dann, wo du merkst, du regst dich auf, du bist zittrig, dein Magen dreht sich gerade um, ein Kloß ist im Hals, dich hinsetzt und einfach der Meditation lauscht, meiner Stimme lauscht, meiner Expertise, meinen Tools, wenn du diese Dinge anwendest, dann wirst du merken, dass es leichter wird. Alle Teilnehmerinnen dieses Programms sagen, nach 6 Wochen geht es ihnen deutlich besser. Die ersten 4 Wochen sind hart, aber sie gehen vorbei. Und was sind 4 Wochen gesehen auf ein ganzes Leben? Ich wünsche dir so sehr, dass du endlich wieder lachen kannst. Ich wünsche dir, dass du dich stark fühlst, dass du dich nicht mehr vor dir selbst zu schämen brauchst, musst. Natürlich ist das was nicht sein braucht und du musst dich für gar nichts schämen.
Aber jeder, der in einer toxischen Beziehung gesteckt hat, kennt dieses Schamgefühl, diese Ablehnung von seinem eigenen Selbst, weil man sich so schwach vorkommt und so falsch und von nirgendwo kommt in irgendeiner Weise etwas Positives. Und das, was er oder sie dir dann als Brotkrumen oder Brocken mal in Aufmerksamkeit, Wertschätzung oder plötzliche Einsicht vor die Füße wirft, weißt du selbst, verpufft binnen kürzester Zeit und es stellt sich alles wieder nur als Fake und leere Versprechungen heraus, weil die Taten völlig anders aussehen als das, was man dir erzählt hat. Ich wünsche dir die Kraft, mit Hilfe, mit Unterstützung, mit Freunden von Familien, mit Coaches, mit Online-Programmen oder mit meinem Buch wirklich auszusteigen aus dieser Beziehung. Ich wünsche dir Liebe, ich wünsche dir Ehrlichkeit, ich wünsche dir Nähe, ich wünsche dir Anerkennung, Aufmerksamkeit, gesehen werden. Ich wünsche dir das Gefühl, einmal richtig zu sein, angenommen sein, gefeiert zu werden, auf Händen getragen zu werden und zwar auf eine ehrliche Art und Weise. Ich wünsche dir Leichtigkeit, ich wünsche dir Freude, aber vor allem wünsche ich dir den Mut, es anzugehen. Ich bin immer an deiner Seite, ich begleite dich. Wenn du mit mir arbeiten möchtest, dann schreib mir gerne eine E-Mail an kontakt@katjademming.com. Ich freue mich auf dich und ich wünsche dir nun von ganzem Herzen nochmal ein frohes neues Jahr, ein leichtes, freies und selbstbestimmtes 2023. In diesem Sinne, sorge ganz gut für dich. Alles Liebe, deine Katja.